Bei mir im Studio, Weltherausgeber Stefan Aus, ganz herzlich willkommen. Freue mich auf das Gespräch, bin sehr gespannt. Also Landgericht Potsdam sieht bei der sogenannten letzten Generation den Anfangsverdacht, muss man mal wieder betonen, zur Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ist diese Einschätzung für dich nachvollziehbar und gerechtfertigt? Naja, generell bin ich der Meinung, dass die Gesetze, die wir haben, meistens ausreichen, um bestimmte Dinge auf irgendeine Weise zu unterbinden oder im Zweifel zu bestrafen. In diesem Falle gibt es ja schon ein Gesetz über kriminelle Vereinigungen. Und wenn man sich so richtig anguckt, was die da tun, die jungen Leute, wenn sie sich da ja nicht nur ankleben, sondern Leute daran hindern, zur Arbeit zu fahren, Flugzeuge, Bilder, was weiß ich, zu zerstören, zu beschmutzen oder sonst was, dann ist das eine kriminelle Aktion. Da gibt es nicht die geringste Frage. Um diejenigen zu bestrafen nach unseren normalen Gesetzen, die das dann machen, reicht es alles aus. Aber es sieht natürlich eher so aus, als wenn dahinter eine Organisation steckt, die ja, wie wir auch wissen, mit viel Geld ausgestattet ist und die dafür sorgt, dass die Leute dieses tun. Ich weiß auch nicht, wer die Strafen nachher bezahlt, wenn die tatsächlich Strafen haben. Also dass da eine Organisationsstruktur, die man als kriminelle Vereinigung bezeichnen kann, dahinter steht, finde ich irgendwie nachvollziehbar. Dieses Instrument der kriminellen Vereinigung, das ist ja in Deutschland überhaupt erst eingeführt worden zu Zeiten der RAF. Und dann konnte man eben auch Mitglieder festnehmen, die im weiteren Sinne mit dieser Organisation zu tun haben. Ist das in diesem Falle wirklich hilfreich oder führt das nicht dazu, dass es nachher sogar eine Radikalisierung einzelner Mitglieder gibt? Na gut, die Radikalisierung ist natürlich dann immer auch ein Resultat dessen, was der Staat gegen solche Organisationen oder einzelne Personen tut. Ich habe immer gesagt, die RAF hat mit dem Gefängnis in Stammheim und dieser Mehrzweckhalle, die dann zum Prozessgebäude gemacht worden ist, wird jetzt gerade demnächst abgerissen oder soll abgerissen werden, haben sie der RAF eigentlich erst die Hauptstadt gegeben, die Hauptstadt Stammheim. Und deswegen sind alle Aktionen, die man dagegen macht, auch immer eine zwiespältige Angelegenheit. Man muss sich sehr genau überlegen, was man macht. Nur auf der anderen Seite, das zu tolerieren, was die Leute da anstellen, ist eigentlich nicht im Sinne des Rechtsstaates. Also was können wir tun? Brandenburgs Innenminister Michael Stübken sagt bei uns auch auf dem Sender, er befürchtet, dass es zu einer massiven Radikalisierung kommen kann. Ist das dann das Zeichen, dass man sagt, ja, wir machen zum Beispiel eine fünftägige vorsorgliche Haft bei euch, wie es jetzt diskutiert wird? Oder ist das eines Rechtsstaates so auch nicht würdig? Und das ist ja dann Verdacht vorneweg, ohne dass was passiert ist. Also da bin ich sehr skeptisch. Also ich glaube, dass es richtig ist, Leute, wenn sie irgendetwas Kriminelles getan haben und man ihnen das nachweisen kann, will, dann gibt es ja genug. Ja. Die drängen sich ja gerade zu, machen sie ja selber, danach ins Fernsehen zu kommen, um die Beweise zu liefern, dass sie es auch tatsächlich gewesen sind. Ist ja auch unglaublich viel Wichtigtuerei dabei, das darf man nicht vergessen. Aber Leute vorab in Haft zu nehmen, bevor sie irgendetwas getan haben, da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr skeptisch, ob das richtig ist, das zu tun. Wenn jemand verurteilt wird und wird dann auf Bewährung entlassen und beziehungsweise muss nicht ins Gefängnis kommen, weil das auf Bewährung die Strafe gekriegt hat, wenn er dann gleich wieder sich festklebt oder den Verkehr behindert oder irgendwelche Sachen zerstört oder kaputt macht, da muss ich sagen, da muss der Rechtsstaat eingreifen, da gibt es gar keinen Zweifel. Und ich glaube, man darf dann auch nicht so zurückhaltend sein, weil man denkt, dann können sich die Leute noch weiter radikalisieren. Das ist der Preis, den man dann dafür zahlen muss, dass der Rechtsstaat sich durchsetzt. Aber jetzt sind wir genau bei den Maßnahmen. Wie schnell muss was greifen, wenn eine Carla Hinrichs da sitzt im Gericht, wird verurteilt und sagt, ich gehe gleich wieder raus. 2 Stunden später sitzt sie wieder auf der Straße. Also da funktioniert ja all das nicht. Dann muss sie 2 Stunden später wieder auf der Anklagebank sitzen. Also da führt nur gar kein Weg dran vorbei. Wenn man sich vorstellt, wofür der Staat wirklich zugreift und wofür Leute Strafen kriegen, dann muss ich sagen, dann ist es hier auch notwendig. Und das Problem ist ja, dass sie natürlich immer so tun, als würde es um den Weltuntergang gehen. Immer. Und natürlich, so hieß das schon bei der RAF immer, man hat sich immer bezogen auf das Theaterstück Die Maßnahme von Bertolt Brecht. Da gibt es eben diesen wunderbaren Satz, der das sehr genau kennzeichnet. Welche Niedrigkeit begingest du nicht, um die Niedrigkeit auszutilgen? Und dann kann man vorher nie sagen, wie radikal die tatsächlich werden und ob es dann irgendwann mal tatsächlich Verletzte oder Tote oder was weiß ich gibt. Das ist nicht auszuschließen, aber das muss man nicht so voraussagen. Das ist
schon schlimm genug, wenn es dann wirklich von sich aus passiert. Das Problem ist aber, dann erreiche ich ja niemals eigentlich eine Einsicht. Das ist sowieso schwer, wenn wir da sektenähnliche Verhältnisse haben und diese Gruppen dort sitzen und sagen, wir haben aber recht, wir müssen euch den Rest der Welt überzeugen. Da hilft ja keine juristische, rechtliche Maßnahme, weil die Einsicht so ja kaum zu erreichen ist. Rechtliche Maßnahmen sind natürlich nicht unbedingt dafür geeignet, Leute dazu tatsächlich zum Umdenken zu bringen. Bei denjenigen, die in irgendeiner Art von Radikalität gegangen sind, habe ich natürlich in vielen Fällen erlebt, dass sie nach 20 Jahren Gefängnis tatsächlich irgendwie mal eingesehen haben, dass das nicht so besonders schlau war, was sie da gemacht haben. Und dann auch noch, sagen wir mal, ein gewisses Mitgefühl für die Toten nachher hatten. Nicht alle. Das heißt, der Rechtsstaat ist eigentlich nicht unbedingt ein Überzeugungsorgan, sondern er ist ein Straforgan in solchen Fällen. Und das muss auch unbedingt sein. Aber es ist natürlich so, man darf eben eines auch nicht vergessen, dass das, was die sozusagen als Begründung für das, was sie da tun, die Apokalypse. Nennen, die Apokalypse, nicht? Die Kipppunkte, die dann zum Untergang der Menschheit führen. Das kennen wir alles auch von anderen. Da gibt es eben diesem Theaterstück, die Maßnahme, diesen wunderbaren, wirklich die Kennzeichnung dafür, wie das Mörderische und das Suizidale auch zusammenkommen in solchen Fällen. Nicht furchtbar ist es zu töten, aber nicht andere nur, auch uns töten wir. Wenn es Not tut, dadurch nur mit Gewalt diese tötende Welt zu verändern ist, wie jeder Lebende weiß. Und das ist der Gedanke, der hinter jeden Terrorismus, auch dem Terrorismus, der gerade in den Anfängen steckt. Der muss nicht unbedingt etwas tatsächlich werden, aber angefangen hat es eigentlich immer so. Und jetzt ist dann die nächste Frage, soll man denn dann aber mit diesen Menschen reden, die ja nun auch den Städte unter Druck setzen, Menschen sozusagen erpressen mit ihren Kleberaktionen? Die Stadt Hannover hat das getan, hat einen Deal sozusagen geschlossen mit ihnen. Sie sprechen mit der Polizei, sie sprechen mit der Feuerwehr, sie sprechen mit dem Bundesverkehrsminister. Sollte man das dann überhaupt machen? Ich finde das sehr problematisch. Ich glaube nicht, wenn Leute versuchen, den Rechtsstaat oder auch die Bevölkerung zu erpressen und unter Druck zu setzen mit irgendwelchen Aktionen wie die sie da machen, dass man dann mit ihnen irgendwie auf Augenhöhe redet und sagt, ja, wenn ihr das nicht ganz so doll macht, dann helfen wir euch, eure Sachen da durchzusetzen. Das ist völliger Quatsch und in Wirklichkeit wird das auch nicht helfen. Stefan Aust, ganz herzlichen Dank. Klare Worte für den Besuch im Studio hier. Danke.